Herzlich willkommen zu eurem Lieblingsreisemagazin. Als erstes geht's heute nach London zum Casting. Könnt ihr mal gucken, wie so ein Casting funktioniert. Danach geht's nach Grönland und dann aufs Pooldeck zum nautischen Quiz. Wer richtig tolle Shows machen will von internationalem Niveau, braucht natürlich auch Darsteller von internationalem Niveau. Und man glaubt's kaum, die findet man international. Zum Beispiel in London. Da haben unsere Leute mal das Team begleitet und mal über die Schulter geguckt, wie so gecastet wird. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß. Heute casten wir Tänzerinnen für unser neuestes Schiff, Aida Nova. Und da suchen wir Tänzerinnen zwischen 1,70 Meter und 1,80 Meter im Stile der Rockette Girls von der Radio City Music Hall. Let's work it, baby. Natürlich eine starke Technik mitbringen, aber auch verschiedene Stilistiken wie Contemporary, Jazz, Ballett und natürlich eine tolle Energie mitbringen und sehr offene Darsteller sein. In unserer Traum-Casting-Welt suchen wir verschiedene Charaktere, sprich ein Mädchen könnte als College-Girl sein, ein Mädchen ist eher die reifere Tänzerin. Dann haben wir hoffentlich verschiedene Kulturen, Nationalitäten im Ensemble, dass wir quasi die Bandbreite von 8 starken Aida Cat Girls haben, sodass jeder Gast sich mit einem Mädchen irgendwo identifizieren kann und sich vielleicht auch selbst auf der Bühne wiederfindet. Beautiful. You know, I'm from London, so hello. London ladies are fantastic. We work with the concept that we teach them 2 routines and then we have to just file out what the process is, who's not better, but who is delivering a special kind of product. Of course, we knew we were looking for fantastic ladies and ladies with personalities. And I say ladies because it's definitely ladies that we're looking for. And so, yeah, it's just been a wonderful surprise. So it's great. Some weeks there's maybe 2 to 3 auditions, and then sometimes there's no auditions for 2 weeks straight. It's not about you and your technique, it's just about what we need at the moment for the specific position. So Claire will gladly let you know who we would like to see later at 12 o'clock for the movement, next movement called Dance Call. And I just wish you a wonderful day and enjoy the spring in London. Thank you so much. Charlotte Dickinson, Daisy Drafters, Nina Harris, Ellen, Nicole Jackson. Wir haben 70 Bewerberinnen gesehen heute Morgen und sind in der letzten Runde momentan und haben noch circa 20. Haben es bis jetzt geschafft. Ich vermute, am Ende bleiben so potenzielle Kandidatinnen 15 Tänzerinnen über. For me, like, it was like a lot more like friendly atmosphere and more like it was a class than like a strict audition. So yeah, it's really good. I got kept. Yeah, it was a really good day. Wir checken die Größe der Tänzerin. Wir checken die Größe, weil sie alle zwischen 1,70 und 1,80 sein müssen für Aida Nova. Wir schauen gerade, wie sie am besten zusammenpassen. Die groben Vormaße für das Kostüm, damit sie schon mal anfangen können. Und sie werden ja dann in Hamburg noch mal detailliert vermessen. Mit circa 10 potenziellen Kandidatinnen heute die Audition abschließen, was ein gutes Ergebnis ist. Obviously on a cruise you're gonna travel the world, you're gonna see everything. I just expect like the challenge, the work. You're on the ship and you're having fun at the same time, you know. It's enjoyment but it's work at the same time. Und wenn ihr die Choreos perfekt mitgetanzt habt zu Hause, dann solltet ihr euch dringend bewerben bei einem der nächsten Castings. Und jetzt geht's ab nach Grönland. Das ist ja für mich so auf meiner persönlichen Bucketlist steht irgendwo, ich möchte nochmal unbedingt Grönland sehen. Und wie geht das besser als mit uns und mit dem Schiff? Und wir haben sogar noch einen Comedian dazu gepackt. A
Einen wunderschönen guten Morgen. Der Kollege von der Kamera möchte, dass ich hier stillstehe, aber den Gefallen tue ich ihm nicht. Dann kann er gerne sich mal ein bisschen mitbewegen. Siehste, geht doch. Jetzt schön gegen die Sonne, das macht bei mir einen ganz zauberhaften Tag. Also, das ist die Gruppe, die ich heute begleiten werde. Manes Meckenstock, Unterhaltungskünstler. Und wir sind in Kakatok. Also, so heißt es wenigstens. Quarkstadt, würde ich jetzt vielleicht sagen. Wir machen einen geführten Stadtrundgang, was hier so ein bisschen aussieht, als würde man durch einen Schrebergarten laufen. Aber ich denke, es könnte auch sehr viel Nettes haben. Und dann sage ich einfach mal viel Vergnügen. Im größten Ort Südgrönlands leben etwa mehr als 3000 Menschen. Die meisten von ihnen sind Inuit und verdienen ihren Lebensunterhalt mit dem Fischfang. Einige wenige Straßen, ein paar Dutzend Häuser, die meist sogar noch aus der Gründungszeit Qaqortoqs um 1775 stammen. Also die Straße heißt Vatikansstraße, wenn Sie das so übersetzen wollen. Hintergrund ist ganz einfach jener, dass darin ein junger Mann lebte, der ordentlich gefeiert hat, zu viel gesoffen hatte und dann irgendwann, in, so wie ihn der Herrgott schuf, nackt auf den Balkon trat und hatte dann nachher sich entschuldigt mit den Worten, er sei betrunken wie der Papst gewesen. Bisher fällt mir Grönland ausgezeichnet, vor allem durch den zauberhaften Reiseführer Manes, der uns alles eins zu eins von Englisch ins Deutsche übersetzen kann. Großartige Landschaften, oder? Und jetzt wünsche ich mir von euch, dass ihr hier unten heute Bilder von tollen Landschaften postet, die ihr mit uns erlebt habt. Und jetzt geht's ab zum Quiz, zum nautischen Quiz auf dem Pooldeck. Wunderschönen guten Nachmittag, du bist mein nächster Kandidat. Und zwar beantwortest du mir jetzt die Frage, was ist die Nok? Die was? Die Nok. Die Nok. Die Nok. Oh je, jetzt hat er mich. Nok? Weiß ich nicht. Ja, vielleicht sind es vom Steuerrad da, diese Griffe, ja, zum Steuern, also diese Halterung. Mann, ich fühle mich so dumm, wieso? Links und rechts ist ja diese Ausdehnung quasi, wo es ein bisschen rausgeht. Und dort befindet sich der Steuerstand. Der Steuerstand. Also quasi ein Parkhilfe. Ja? Wie viel Kilometer ist eine Meile? Uff. 1,852. Was ist ein Knoten? Das ist die Geschwindigkeit, wie der Schiff fährt. Was ist ein Sextant? Da kann man die Position bestimmen über die Sterne. Oh, gute Frage. Da kann man dann so eine Skala drauf und ich weiß nicht, welche Sterne man da einpeilen muss, aber da kann man so die Länge, die Breite, die Länge bestimmen, Länge, Breite, wo man sich befindet, ja. Ja, wir hatten ja bis jetzt nur Seefahrer, so richtige Profis, ne? Die kannten sich komplett aus, das ist unfassbar. Wo ist Backbord, wo ist Steuerbord? Backbord ist hinten und Steuerbord ist vorne. Steuer ist links. Rechts ist rechts. Ich jetzt eine als Rechtshänder dir eine einschenke, ja, dann tut die linke Backe bei dir weh. Ja, also das ist die Backe, Backbord. Ne? Die links und Steuerbord ist rechts. Das ist richtig. Und, habt ihr alles gewusst? Ich ehrlich gesagt, weil ich 8 Jahre bei AIDA inzwischen bin, das meiste, aber ich muss weiter lernen, muss aufpassen. So, jetzt kommen wir zu dem, was euch richtig interessiert, nämlich die Verlockung der Woche. Und davor nochmal, wenn ihr mehr wissen wollt von uns, von unseren Reisen, von den Zielen, von dem, was an Bord passiert, dann geht ihr auf www.aida.de oder ins nächste Reisebüro und lasst euch ordentlich beraten. Jetzt aber die Verlockung der Woche. Wir starten unsere Reise in Abu Dhabi und fahren als erstes nach Bahrain. Weiter geht es zur Glitzermetropole Dubai. Wir machen noch Halt in Muscat und fahren zurück zum Ausgangspunkt unserer Reise nach Abu Dhabi. Und zum Schluss wie immer die schönsten Bilder von unseren Reisen mit der wunderbarsten Musik von Bord.
Und extra für Michael, der mir persönlich geschrieben hat, dass er das Bitteschön vermisst. Ein ganz besonders herzliches Bitteschön. Bis zur nächsten Woche. Häusern und jungen Frauen, die alleine sind. Und von dem Kind, das seinen Vater noch nie sah. Sie sagten sich immer wieder, irgendwann geht es zurück. Und das Ersparte genügt zu Hause für ein kleines Glück. Und bald denkt keiner mehr daran, wie es hier war. Griechischer Wein ist nur wie das Blut der Erde. Komm, schenk dir ein. Und wenn ich dann traurig werde, liegt es daran, dass ich immer träume von daheim. Du musst verzeihen. Wein und die altvertrauten Lieder schenk nochmal ein, denn ich fühl die Sehnsucht wieder.